B1.4. Ermitteln Sie rechnerisch, für welche Werte von x es Trapeze A, N, B, N, C, N, D, N gibt. Dafür gibt es mehrere Lösungsmöglichkeiten. Am besten, wir schauen uns das noch mit der Zeichnung an. Was passiert, wenn wir zum Beispiel noch andere x haben? Zum Beispiel ist x wird immer kleiner. Davon hängt ja hier diese Strecke A1D1 bzw. allgemein ANDN ab. Und je kleiner das x wird, desto kleiner wird auch diese Strecke ANDN. Bis es dann hier schließlich mal an diesen Punkt kommt, wo sich die Parabel und die Gerade schneiden, da ist die Strecke dann genau 0 groß. Da das aber auch gleichzeitig unsere Höhe des Trapezes ist, hätten wir dann eben 0,5 mal die Strecke 4 plus 2, Klammer zu, mal die Höhe, also mal 0, und damit wäre der komplette Flächeninhalt 0. Also hier gibt es dann kein Trapez mehr, hier existiert keins mehr. Wenn ich darüber hinausgehe, habe ich einen falschen Umlaufsinn. Dann habe ich hier oben A1 und hier unten AN und hier unten DN. Also gelten alle x kleiner als dieser Schnittpunkt hier nicht mehr. Auch dieser Schnittpunkt selber nicht mehr. Was passiert, wenn die x größer werden? Nun, hier kriegen wir sehr große Strecken AN, DN rein. Aber je näher wir hier an diese Stelle kommen, sieht man auch schon wieder, die Strecke ANDN wird wieder kleiner, bis es schließlich wieder in diesen Punkt hier mündet, in diesem zweiten Schnittpunkt der Parabel mit der Gerade. Auch da ist wieder die Strecke ANDN gleich 0. Also heißt es für uns, wir müssen diese beiden Schnittpunkte hier berechnen. Also die x-Koordinaten dieser Schnittpunkte brauchen wir. Und dann können wir sagen, die Trapeze existieren von Schnittpunkt 1 bis Schnittpunkt 2. Eine andere Möglichkeit wäre zum Beispiel zu sagen, die Trapeze haben einen Flächeninhalt und wo existieren sie nicht? Ja, wenn der Flächeninhalt 0 ergibt. Die Flächeninhaltsformel haben wir aber erst eine Aufgabe darüber ausgerechnet, also können wir mit dieser Flächeninhaltsformel arbeiten und das heißt dann minus 0,25x² plus 9x minus 8,25 ist gleich 0. Also wann tritt dieses Ereignis ein? Und diese quadratische Gleichung können wir jetzt auf verschiedene Möglichkeiten lösen. Der Taschenrechner gibt uns schon mal drei Möglichkeiten vor. Einmal mit Hilfe des Grafiksolvers, weil quadratische Gleichungen bis zu zwei Lösungen liefern können. Und wie wir aus der Zeichnung gesehen haben, es gibt ja zwei Schnittpunkte, also würde es auf jeden Fall zwei Lösungen geben. Oder man kann es auch mit Hilfe von Calc Intersection lösen lassen. Oder mit Hilfe von Tool Poly 2. Wir versuchen jetzt aber mit Hilfe der Lösungsformel für quadratische Gleichungen, also mit Hilfe der Mitternachtsformel, diese Gleichung aufzulösen, bzw. x zu berechnen. Dafür müssen wir erst schauen, ist diese Gleichung in der allgemeinen Form gegeben, also in der Form ax² plus bx plus c gleich 0. Jawohl, das passt. Hier haben wir das ist gleich 0 auf der linken Seite und den Rest auf der das 0 auf der rechten Seite und der Rest auf der linken Seite. Und wenn ich das mal drunter schreibe, ax² plus bx plus c gleich 0. So, nächster Schritt ist die Diskriminante zu berechnen. Die finden wir in der Formelsammlung, ebenfalls auf Seite 10. Wo es heißt, d ist gleich b² minus 4 mal a mal c. Was a und was c ist, das können wir jetzt hier sehr schön vergleichen. A ist immer der Faktor vor x², b ist immer der Faktor vor x und c entspricht immer der Zahl ohne Variable. Also die Diskriminante bildet sich aus d ist gleich b², also 9² minus 4 mal a ist minus 0,75 mal c sind minus 8,25. So, das können wir jetzt ganz normal in den Taschenrechner eingeben.
Also wir haben 9 Quadrat minus 4 mal minus 0,75. Man hätte ein Komma vergessen. Mal minus 8, 0,25. Und das ergibt 56,25. Das ist größer 0 und daraus folgt, es gibt auf jeden Fall zwei Lösungen. Jetzt können wir die Mitternachtsformel oder die Lösungsformel ansetzen. Die heißt erstmal allgemein, x1, 2 lässt sich berechnen aus minus b plus minus Wurzel aus der Diskriminante geteilt durch 2a. Setzen wir wieder unsere bekannten Größen ein und x1 lässt sich dann berechnen aus minus b plus der Wurzel und x2 eben minus b minus der Wurzel. Für x1 erhalten wir dann also minus b, also minus 9 plus der Wurzel aus d war 56,25 geteilt durch 2 mal a, also 2 mal minus 0,75. Das geben wir wieder in den Taschenrechner ein und rechnen es aus und erhalten dann einen Wert von 9 plus die Wurzel aus 56,25 geteilt durch 2 mal Klammer auf minus 0,75. Und das ergibt einen Wert von 1. So, das gleiche machen wir jetzt für x2. Minus 9 mit dem Unterschied jetzt hier minus der Wurzel aus 56,25 geteilt durch 2 mal minus 0,75. Das geben wir wieder in den Taschenrechner ein. Und drücken auf Enter und erhalten dann einen Wert von x2 mit 11. Also x2 ist gleich 11. So, jetzt wissen wir, diese Trapeze existieren also von x1 bis x2, also von 1 bis 11. Also können wir schreiben, x Element von bis 11. 1 und 11 selber gehören ja auch nicht mehr dazu, weil an diesen Stellen ist der Flächeninhalt der Trapeze gleich 0. Also müssen wir diese Klammer so offen gestalten. Da heißt es eben, die 1 und die 11 gehören nicht mehr dazu.